N-Computing war schon immer der etwas andere Hersteller von Desktop-Virtualisierungs-Hardware- und Softwarelösungen. Basierend auf in Deutschland entwickelten Technologien wurde zunächst der sehr preiswerte Bildungsbereich mit passenden Lösungen versorgt. Mittlerweile ist N-Computing in allen Segmenten der Desktop-Virtualisierung und Terminal-Services zu Hause und bietet Lösungen, die gerade in unruhigen Zeiten, in denen IT-Abteilungen schnell und möglichst kostengünstig reagieren müssen, ideal. Grundsätzlich unterscheiden wir uns seit vielen Jahren von anderen Thin-Client-Herstellern. Dadurch, dass wir nicht auf teure und fehleranfällige PC-basierende Lösungen setzen, sondern unsere Produkte die moderne, sichere und stromsparende ARM-Technologie verwendet, seit neuestem auf Basis des Raspberry Pis. Dies ermöglicht auch bei gleichbleibender Leistung, die Kosten für eine Terminal-Server oder auch eine VDI-Installation auf ein Niveau zu senken, welches diese hochverfügbaren und leicht skalierbaren Technologien auch für kleine und mittelständische Firmen endlich interessant machen. Auch cloud-basierende Lösungen wie zum Beispiel Microsoft Virtual Desktop werden auf diese Art eine sehr interessante Alternative. Unsere aktuelle Serie heißt RX420, basierend auf dem Raspberry Pi 4, welcher einen großen Vorteil zu unserem bisherigen RX-Serie hat. Der neue RX420 verfügt über zwei Micro-HDMI-Ausgänge für native Dual-Screen-Unterstützung, jeweils mit einer Auflösung bis zu 4K. Das Gerät verfügt über einen Power-Button, was auch eine Sleep-Funktion enthält, einen USB-C-Power-Anschluss, zwei Micro-HDMI-Anschlüsse, einen 3,5-Klinke-Anschluss für Lautsprecher, zwei USB-2.0-Anschlüsse, zwei USB-3.0-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie einen Kensington-Lock und zu guter Letzt integriert eine 2,4 und 5 GHz Wi-Fi-Antenne. Der RX420 RDP, wie der Name schon sagt, unterstützt das Microsoft RDP-Protokoll. Wir haben mit Absicht hier nur ein Protokoll implementiert, um den Client und die Client-Konfiguration sehr einfach und schlank zu halten. Der RX420 RDP lässt sich zu einem Session-Host, einem Broker, einem Gateway verbinden und seit kurzem auch zu der Windows Virtual Desktop Cloud-Lösung. Durch ein Lizenz-Upgrade kann man den Client, aber auch für unsere bekannte vSpace Terminal Server-Lösung freischalten lassen. Als zweites Produkt haben wir den RX420 HDX mit den grünen Seiten. Optimiert für Citrix. Er ist eine kostengünstige, aber leistungsstarke Lösung für Unternehmen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Verwaltungssoftware für beide Geräte. Die N-Computing PMC-Konsole unterstützt die RX-RDP-Serie, während NoTouch Center die RX-HDX-Serie verwaltet. Beide werden als Virtual Appliance-Lösung bereitgestellt, die sich in allen bekannten Hypervisor wie VMware ESXi, Citrix Xen Server oder Hyper-V einbinden lassen. Die Geräte lassen sich über einen Webbrowser sowohl lokal als auch über WAN verwalten. Durch die Auto-Assignment-Funktion, das Check-in mit voreingestellter Konfiguration für neue Geräte macht die Bereitstellung sehr einfach.